I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm three steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares are me at 40, life's a wreck. See my dad, he in debt, and my mom. Diese zwei Schuhe haben im Jahr 2020 schon für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt. Wir haben hier den Adidas Predator 20 Mutator und natürlich auch noch den Nike Phantom Vision 2. Ich würde sagen, die zwei Schuhe eignen sich perfekt für ein Boot Battle, um schon mal zu gucken, welcher Schuh besser ist. Das erfahrt ihr im heutigen Video. Viel Spaß dabei und let's go! Starten wir mit der ersten Kategorie, die Kategorie der Ballverarbeitung und des Touches. Und hier gibt es nämlich einen Unentschieden, weil beide Schuhe in ihrer Kategorie natürlich Vor- und Nachteile haben. Ich muss sagen, wenn es um den direkteren Touch geht, gewinnt der Nike Phantom Vision 2. Dafür hat natürlich der Adidas Predator 20 durch die 406 Spikes einen besseren Grip. Der Grip ist eigentlich der beste, den es aktuell auf dem Markt gibt. Deswegen muss man sich natürlich entscheiden, direkteren Touch oder besseren Grip. Kommen wir noch zur Passform und zum Komfort. Ich muss hier fairerweise sagen, dass wir natürlich hier einen Laceless-Schuh haben. Das ist natürlich schwer zu vergleichen, weil ein Laceless-Schuh für weniger Fußformen geeignet ist, weil wir halt keine Schnürung haben. Dafür haben wir hier im Nike Phantom Vision das Ghost Lacing. Unter dem Obermaterial liegt hier noch eine Schnürung, die für zusätzlich Halt sorgt. Ich muss aber sagen, dass ich mit mittlerem Fuß in beiden Schuhen wirklich einen hervorragenden Komfort und einen hervorragenden Lockdown hatte, weshalb es für mich einen Unterschied gibt. Aber der Nike Phantom Vision ist allgemein gesagt für mehr Fußtypen geeignet. In Sachen Haltbarkeit gibt es auch ein Unentschieden. Der Adidas Predator ist von der Haltbarkeit wie bei Adidas allgemein gewöhnt ein wirklich hervorragender Schuh. Er ist gut und solide verarbeitet und man muss sich auch keine Sorgen machen, dass diese Spikes hier irgendwie abbrechen. Da hatte ich in meiner Testphase absolut keine Probleme, die sind sehr, sehr gut befestigt. Auch der Nike Phantom Vision 2, hier hatte ich keine Probleme, was irgendwelche Abnutzungen in Stollen oder in der Verklebung ausmacht.
Ansonsten leichte Verfärbung ist typisch auf Kunstrasen, aber muss sagen, hier gibt es eigentlich kein negatives Fazit. Beide Schuhe sollten für eine Saison reichen. Das war es auch schon wieder zum Boot Battle zwischen dem Adidas Predator 20 Mutator und dem Nike Phantom Mission 2. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Schreibt mal im Kommentar, für welchen Schuh würdet ihr euch entscheiden. Das war's fürs heutige Video. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst ihr keine Videos mehr. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal und ciao.